gerade in den Wald hier, oder was? In den Busch. Hoi, da was geht ab, Leute, hong hier. Auf dem Weg zu einem Lavita. Mein Gott. Wir sehen natürlich nichts, aber... Wir waren gerade auf Klicktour, mussten unsere Reserven wieder füllen. Ich hatte keine Bälle mehr. Kaum welche. Keine gelben Bären, aber... Ein paar Runden und dann ging es schon wieder. Mein Gott, durch den Wald hier im Dunkeln. Ja, warte mal, wir sind falsch. Okay. Hier ist nur ein Evoli. Jetzt bin ich wieder voll ausgestattet. Habe noch einen kleinen Stop hier gemacht, falls wir das da wieder bekommen. Du führst uns im Kreis, Chris. Nein, aber jetzt sind wir richtig. Aha. Diesmal bin ich neu ausgestattet mit Licht. Hoffentlich hilft das für die Videos. Auch wenn ich jetzt gar keine Hand mehr frei habe. Oh mein Gott. Curve, nice, great. Ne, nicht nice, nur great. Alles klar, ich hab ihn. Können wir mal gleich mal die IVs abchecken, ob sie gleich sind mit dem von der Map, was leider glaube ich nicht mehr der Fall ist. So, englischer Garten angekommen. Irgendwo geparkt, direkt drei Macholos. Schon das zweite. Was ist das höchste Macholo, das du gefangen hast bisher? 900 irgendwas. Okay. Und wie hoch kommt dann so ein Machomai mit? 2,331. Okay. Ja, geht schon. Geht schon. Holos gehen ab, auch relativ große WP. Ich habe hier eine neue Erfindung für euch, hoffentlich sieht man dadurch besser. Und? Das nächste kommt, ist gleich dahinter dann, ja? Gleich dahinter, noch eins. Es geht echt krass ab hier. Genau wie damals die Kappadoge. Ja. Boah. Jetzt müssen wir nur noch darauf hoffen, dass das nächste Mal, wenn wir einen entwickeln, der diesmal auch Kampfattacken bekommt. Da geht's. Immer mehr Macholos. Wollen die Bären wieder ausgehen. Die wären echt wertvoll. Während des Events für Taubsies verschwendet. Nur damit ich auf Level 40 komme. Ein Zehner. Das vierte tanzt jetzt bestimmt hintereinander. Und... Oh, Lavita. Lavita. Kommt davon, wenn ich in der Nähe bin. Ich habe meine letzte gelbe Berge geworfen. Hier sind aber nicht viele Pokestops. Ist echt schade. Wenigstens drin geblieben. Anscheinend kommen hier jetzt 4-5. Ja, hier ist der nächste schon. Das heißt, kann sich sehen lassen. Ich warte auf ein gutes Macholo-Nest, seit Macholo im Luitpold Park war. Das war irgendwann im Oktober. Seit okay, warte, ich fange noch das zweite. Das dritte und vierte sogar bei mir. Echt krass hier.
machen auch keine Faxen, sind eigentlich immer direkt beim Messenball drin. Das vierte sehe ich noch nicht. Das eine ist auf der rechten Seite vom Wasser, das andere auf der linken Seite vom Wasser. Hast du gerade das 728 gefangen? Ja, genau. Ja, und auf der anderen Seite vom Wasser ist ein anderer noch. Also nach links praktisch. Ja, genau. Genau hier. Ja. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr meine geniale Erfindung hier findet. Ob das irgendwas nützt oder vollkommen sinnlos, das sehe ich erst später, wenn ich das Video bearbeite. Hast du ihn? Ja. Okay. Gehen hier mitten auf der Straße. Ich habe hier auch einen Fünfer. Also auch ein Ei, aber nur ein Fünfer. Und noch ein Endivier. Altes Ei vom Event. Anscheinend waren da in jedem Fünfer nur die Starter von Gen 2. Toter wie direkt weg. Keine Abstecher zu einem Dratini. Schnappen wir das natürlich auch noch. Leider ohne gelbe Berge. Echt leidend. Vielleicht hat es ja 100%. Jetzt wo der IV-Scanner nicht mehr so gut läuft. Das wird zu schwach. Nein, natürlich nicht. Letztes Machado 895. Ich glaube, das waren jetzt dann fast 60 Macholos. Schon über 60. Schon über 60. Ja. Wie drin? Wie Jack. Oh! Oh! Was denn? Der war gar nicht schlecht. Bestes Rating, oh, und ein Ei noch. Bestes Rating, Attack und Defense 14 oder 13. Und Niederrhein weiblich. Sehr gut. Das heißt 100%, ne? Nee. Der war nicht 100%. Dann 97. Nee. Bestes Rating, Attack und Defense. No. Kannst du im Kampf mit allen aufnehmen? Genau. Angriffswert, ja. Verteidigungswert. Und, ah ja, oder, oh. Das ist nur der zweitbeste Satz. Ja. Ja, und das war's. Nächtliche Tour. Ein paar Stops abgegriffen, wieder den Beutel aufgefüllt. Lavita, Janerga geholt, gescannt. Ein paar Eier geschlüpft. Und das saftige Macholo-Nest ausgenutzt. Hab jetzt über 800 Bonbons. War eine gute Nacht. Es war 1 Uhr in der Nacht. 12, 1, sowas. Also sehr dunkel. Das mit dem Licht hat nicht ganz funktioniert, da beim Lavita hat es gut funktioniert, weil ich mich selbst angeleuchtet habe. Danach habe ich es hier hingesteckt in den Schal rein und dann weggeleuchtet sozusagen. Dachte mir aber, das Licht ist stark genug, dass alles, was angeleuchtet wird von dem Licht, dadurch halt sehbar ist. War leider nicht so. Man konnte halt nur noch die Lichtquelle sehen. Sprich, fürs nächste Mal weiß ich jetzt Bescheid, dass ich es halt auf mich zurichten muss, das Licht. Sprich, entweder muss ich es in der Hand halten, wo ich die Kamera halte und dann beides auf mich richten, oder in der Hand, wo ich das Handy halte und dann das Handy sozusagen, beide Handys so halte und dann mich anleuchte, während ich das fange, und in der rechten Hand halt dann die Kamera, aber irgendwie wird schon gehen, also unmöglich ist es nicht. Auf jeden Fall heute ein Experiment. Beim nächsten Mal wissen wir besser Bescheid, dann sollte es funktionieren. Ansonsten kommentiert, wie viele Machomais ihr habt. Ich habe 3 entwickelt und ich habe schon mehrere entwickelt, paar weggeschmissen. Bisher wirklich noch keinen einzigen mit Kampfattacken entwickelt. Alle bei mir können bisher Bullet Punch, Stone Edge. Also wird es endlich mal Zeit für ein Machomai mit Kampfattacken. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon ist Serious Business.